15 Punkte in der Oberstufe in Sport, so klappt's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Schule und vor allem die Oberstufe und auch in Bezug auf den Abischnitt schlussendlich ist ja meistens sowas wie, okay, lernen und deine Prüfung schreiben und das einfach tausendmal. Eine ganz große Ausnahme stellt dann natürlich Sport dar, und da spreche ich jetzt nicht vom theoretischen Sportunterricht, sondern vom praktischen Sportunterricht. Und nachdem der natürlich trotzdem genauso in deine Noten reinzählt, ist natürlich auch super wichtig, wenn du wirklich eine sehr gute Leistung und damit auch ein sehr gutes Endergebnis schlussendlich haben möchtest, dass du dich damit beschäftigst und dir konkret überlegst, wie kann ich da jetzt wirklich die hohen Punktbereiche auch ansteuern. Und dazu möchte ich dir heute meine besten 5 Tipps geben. Erstens, mache allgemein Sport. Das ist natürlich total einleuchtend, aber ich kann euch nicht sagen, was für einen großen Unterschied das gemacht hat. Beispielsweise hatte ich in der Oberstufe 2,5 Jahre Schwimmen. Und ich, dadurch, dass ich 10 Jahre Triathlon, 4 Jahre auf absoluter Leistungsebene gemacht habe, war das für mich so easy. Also es war so easy, ich glaube, ich bin 1,5 Minuten schneller geschwommen als die 15 Punkte auf die 400 Meter. Mein Bruder, glaube ich, vorletztes Jahr sogar 2 Minuten schneller. Seine Lehrerin meinte, sowas hat sie noch nicht gesehen. Ist verständlich, mein Bruder ist mittlerweile kurz vom Bayern-Kader, also richtig, richtig krass da auch. Aber selbst wenn man nicht auf so einem krassen Niveau ist, ich meine, auch ich hatte auch sowas wie Badminton oder Basketball, es bringt dir so viel, wenn du einfach eine etwas sportlichere Person bist. Und selbst wenn du es ein bisschen nicht warst, versuch einfach auch nebenbei in der Oberstufe ein bisschen Sport zu treiben. Bringt natürlich auch fürs Lernen was und allgemein für ein besseres Körpergefühl. Aber Menschen, die sportlich sind, die haben natürlich grundsätzlich schon mal eine bessere Ausdauer. Das heißt, wenn es um Team, Sportarten, Ballsportarten geht, die tun sie einfach leichter. Aber was vor allem für die Noten super, super wichtig ist und was man jetzt da wahrscheinlich am wenigsten im Kopf hat, du erlernst neue Bewegungsabläufe wesentlich einfacher. Die gesamte Motorik ist wie alles im Leben. Wenn du es nicht benutzt, dann wird es auch nicht mehr so gut funktionieren. Und das bedeutet, jemand, der einfach konsequent mit Bällen was zu tun hat, der was mit Bewegungen zu tun hat, der, auch wenn der noch nie, also wenn Badminton beispielsweise für alle auf einmal neu ist, dann wird trotzdem die Person, die schon öfter Tennis gespielt hat oder auch wenn die nur schwimmen war, ganz egal, fast welche Sportart, die wird das schnell erlernen können, weil es einfach gewohnt ist, solche neuen Anweisungen möglichst schnell umzusetzen. Zweitens, übe zu Hause. Wenn du wirklich sagst, ey, mir ist die Sportnote richtig, richtig wichtig, dann kann ich dir nicht genug empfehlen, üb daheim. Weil in der Schule sind die Anforderungen ja tendenziell eher gering. Ja, ich meine, klar, für 15 Punkte muss man schon wirklich gut sein, aber jetzt in Bezug auf Leistungssport oder so, ist das ja wirklich nicht vergleichbar. Ihr kennt das ja von Leuten, die vielleicht den Sport so schon machen, wie ich oder mein Bruder damals auch beim Schwimmen. Die nehmen einfach alles auseinander, weil natürlich die Noten vor allem darauf ausgelegt sind für normale Menschen, die das 1,5 Stunden in der Woche machen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will aber auch daheim was machen und du übst nur noch mal eine weitere 1,5 Stunden daheim pro Woche, was ja echt gut unterbringbar ist, allein am Wochenende, dann hast du ja schon die doppelte Übung, wie wofür die Noten eigentlich ausgelegt sind. Da kannst du halt so schnell in die richtig, richtig, richtig hohen Punktebereiche gehen. Deswegen überleg dir das auf jeden Fall. Das kann sich richtig, richtig, richtig krass lohnen. Drittens, was wird konkret benotet? Das ist so entscheidend. Beispielsweise Fußball wäre da das allerbeste Beispiel. So viele versuchen einfach beim Fußball nur so viele Tore wie möglich zu schießen. Bam, 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 bam. Aber vielleicht ist das ja nur 10% der Bewertung. Vielleicht geht es ja auch um andere Themen wie Passspiel, Ballername, wie gut ist man Teamplayer, allgemeine Spielübersicht, Strategieverständnis, Taktikverständnis, all diese Sachen. Und wenn du immer nur fokussiert bist, oh, wenn ich derjenige bin, der die meisten Tore schießt, dann kriege ich auch die beste Note. Dann wirst du sie nicht bekommen. Und das bedeutet, versuch das in jeder Sportart, egal welche Sportart, versuch das umzusetzen. Was macht schlussendlich die Note aus? Weil wenn du natürlich nur einfach Spaß am Sport haben willst, ist das egal. Aber wenn du richtig gute Noten bekommen willst, dann frag unbedingt den Lehrer, worauf achten sie denn genau? Was sind die Kriterien? Es gibt auch da eigentlich immer solche Tabellen, wo es heißt, okay, wenn du das machst, dann gibt es 15 Punkte. Find es heraus, setz es um und dann wirst du es auch erhalten. Viertens, sei nie voreingenommen. Das ist so wichtig. Ich habe so viele Leute gesehen, vor allem die in Sport ohnehin schon sehr gut waren. Und da musste ich auch mich selbst immer wieder an der Nase nehmen. Angenommen, du bist jetzt jemand wie ich und hast mega viel Triathlon gemacht. Dann denkst du, boah, so eine so voll die krasse Sportart und ich bin der heftige Sportler und so weiter. Und dann kommt sowas wie Badminton. Und ich weiß, dass alle, die Badminton spielen, ich weiß, wie krass anstrengend es ist, wenn man das richtig auf professionellen Ding spielt. Aber im ersten Moment, wo du es im Unterricht bekommst, denkst du, bisschen Federball hinterher spielen, easy peasy.
Aber genau wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du niemals die richtig, richtig hohen Punktebereiche bekommen. Weil erstens, du bist dem Ganzen nicht aufgeschlossen. Das heißt, du lässt es überhaupt gar nicht richtig zu. Zweitens, du nimmst es nicht ernst. Das heißt, selbst wenn du dich ein bisschen mit dem Training beschäftigst und der Technik, wirst du es trotzdem nicht so engagiert machen, wie wenn du es ernst nehmen würdest. Und deswegen, so wichtig, lass dich immer drauf ein. Auch wenn es neue Regeln sind, wenn du es anders sinnvoller fändest, ist doch scheißegal. Was wichtig ist dass du dir sagst, okay, ich will auch hier eine richtig hohe Punktzahl erreichen. Und deswegen musst du das genauso ernst nehmen wie deine Lieblingssportart oder eine, die du als schwieriger erachten würdest. Fünftens, vollkommene Konzentration in der Prüfungssituation. Das ist nochmal so eine Sache, die man sehr, sehr schnell vergisst. Man denkt so, ah ja, okay, dann muss ich es halt gut können und dann nehme ich es halt ernst und so weiter und dann übe ich vielleicht noch ein bisschen heim und dann kann ich es ja. Aber so oft ist es, dass die Leute, die die Sportart eigentlich auch richtig gut können, eigentlich richtig die 13, 14, 15 Punkte schaffen könnten, dass die dann aber sagen, ja, nö, mache ich mal jetzt kurz meine Note. Aber das ist genauso eine Note wie jede andere Ex auch. Und bei der Ex sagst du auch nicht, schau ich mal kurz die Ex. Sagst, oh shit, jetzt kommt die Ex. Ich will vorbereitet sein. Ich will konzentriert sein. Du sagst ja auch nicht bei der Ex, ja, was geht bei dir so, bla bla bla, und dann guckst, was die anderen machen. Und im Sport ist es aber immer wieder so, dass Leute einfach lachen, weil andere Leute zusehen und dann irgendwie ein bisschen ihre eigenen Fehler so kaschieren wollen. Sie vielleicht auch einen auf cool machen, weil andere Leute zusehen. Egal was es ist, fokussiere dich zu 100%. Es ist genauso eine Note wie alle anderen. Und wenn du ernsthaft denkst, wenn du ernsthaft denkst, dass du in der Prüfungssituation einen auf cool machen kannst oder so tust, als wäre es dir nicht so wichtig, damit es nicht so peinlich ist, wenn du eine schlechtere Note bekommst, dann hast du einfach verkackt. Tut mir echt leid. Aber dann verdienst du es auch nicht, da eine bessere Note zu bekommen. Deswegen nimm auch die Prüfungssituation zu 100% ernst. Sei voll im Moment und dann wird es auch mit den 13, 14 oder sogar noch 15 Punkten klappen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.